Herzlich willkommen. Vielen Dank, dass Sie hier sind in der Heinrich-Böll-Stiftung. Sie sind Grüner. Sie sind im Vorstand der Hildegard-Lagrenn-Stiftung. Dazu können Sie nachher auch noch mal was sagen. Und Sie sind aktiv in der Bürgerrechtsbewegung der Sinti und Roma in Deutschland. Wir haben Sie heute eingeladen und möchten über das Thema Willkommenskultur im Kontext von Flucht und Asyl reden. Wir haben Sie dafür eingeladen, weil Sie ja im Europawahlkampf für die Grünen angetreten sind und auch gerade diese Themen stark gemacht hatten. Und deshalb würde ich gerne einleitend erstmal ganz grob fragen, Willkommenskultur als Konzept oder als Idee, wie stehen Sie dazu? Was sind da Ihre Einschätzungen oder sehen Sie überhaupt, dass es sowas gibt auf deutscher Ebene? Nun ja, es gibt eine Willkommenskultur in Deutschland, die gibt es in jedem Land, die gibt es auch in jedem Haushalt und jedem privaten Haushalt. Nur sie ist sehr unterschiedlich, ob die Willkommenskultur der jeweiligen Länder oder des Haushaltes nun freundlich sind, positiv oder negativ sind. Also ich sehe Willkommenskultur nicht per se gleich als positiv, sondern man muss sie gestalten. Und ich bin der Meinung, dass unsere Willkommenskultur in unserem Land, in Deutschland, doch umgestaltet werden muss. Wir leiden unter einer starken Xenophobie und unter einer starken fremden Angst. Und die wird auch sehr oft leider von Politikern auch immer dazu genutzt, ja, um Wahlkampf und auf Stimmempfang zu gehen. Und das empfinde ich als sehr gefährlich. Und ich empfinde es auch nicht als richtig. Denn wenn man Menschen in sein Land lässt oder in sein Haus lässt, sollte man doch die Gastfreundschaft pflegen. Und man sollte es diesem Menschen nicht so ungemütlich machen, dass er gleich wieder geht. Und das zählt für unser Land auch. Und deswegen glaube ich, dass unsere Willkommenskultur neu gestaltet werden sollte. Willkommenskultur, wenn wir da als europäisches Thema dran denken, fällt mir sofort ein, Frontex. Die Grenzen der Europäischen Union, gerade im letzten Monat sind schätzungsweise wieder 300 Menschen ertrunken im Mittelmeer. Das sind wahnsinnige Zahlen. Sehen Sie derzeit, was die europäische Politik angeht, das EU-Parlament, sehen Sie irgendeinen Gestaltungsspielraum auch für grüne Politik, um an der Willkommenskultur irgendwas zu drehen? Also sagen wir, die Idee, dass anstatt die Grenzen hochzufahren, tatsächlich was getan werden muss, um Menschen das Ankommen überhaupt zu ermöglichen? Wir Grüne, also die Bündnis 90, die Grünen, auch die europäischen Grünen, sind eine Partei, die ja sehr, sehr stark für die Flüchtlinge und auch für die Asylbewerber sich einsetzen und für Menschenrechte sich ganz stark einsetzen. Nun muss man aber auch das Verhältnis sehen, das wir in den Parlamenten haben, jetzt im Deutschen Bundestag, aber auch im Europäischen Parlament. Der Wähler hat entschieden, dass nun die Grünen nicht so stark sind und dass sogar Rechtsradikale in das Europaparlament eingezogen sind, auch in deutsche, in Landesparlamente, in Stadtparlamente, auch in Deutschland sind solche Parteien hineingekommen. Und ich sage aber, das muss man sich ganz klar vor Augen halten. Wie entscheidet der Wähler? Und das ist letztendlich das Ergebnis der Arbeit, die auch dann, wie man dann Politik gestalten kann in den Parlamenten. Und nun ist es nun so, dass nun die Grünen leider nicht die stärksten Parteien sind oder sehr viel Gewicht haben, sie sich aber dafür sehr für das Thema einsetzen. Und das ist noch, ja, das müsste sich ändern. Man muss sehr viel tun, damit dieses Thema in der Gesellschaft ankommt und man tatsächlich sieht, wie sich die Zukunft weiterentwickelt. Denn es werden nicht weniger Flüchtlinge kommen nach Deutschland oder nach Europa. Die ganze Situation, die wir in Afrika haben, die wir im,
die wir im Nahen Osten haben, sprechen alle dafür, dass dieser Strom von Flüchtlingen nicht abreißen wird. Und man darf die Augen nicht davor verschließen. Die Welt gehört jedem. Und gerade der Umgang mit den Flüchtlingen auch in Europa, Sie sprachen Frontex an. Frontex war eher eine Gruppe, die es verhindern sollte, dass Flüchtlinge hierher kommen. Und das spricht gegen die Menschenrechte. Es ist ja auch so, dass die EU tatsächlich auch sehr viel Geld dafür ausgibt und ihre Mitgliedstaaten, um eben solche Behörden wie Frontex, Eurosur etc. am Leben zu erhalten. Also es wird ja richtig viel Geld da reingepumpt, um zu verhindern, dass irgendjemand überhaupt europäischen Boden betreten darf. Ja. Gleichzeitig haben wir auch in Deutschland den Diskurs um Willkommenskultur. Da geht es eigentlich immer um Fachkräfte. Also es wird so eine Trennung gemacht zwischen Menschen, die flüchten müssen. Oft Leute ohne Ausbildung, aber oft auch Hochqualifizierte, sind auch Ärztinnen und Ärzte etc. Und trotzdem reden wir von denen anders als über Menschen, IngenieurInnen etc., die Deutschland vermeintlich bräuchte, um produktiv zu bleiben, ne? Also es ist so eine eigentlich ein bisschen perverser Diskurs, weil es wird getrennt. Ja. Nicht jeder Mensch ist gleich. Und was mich daran oft auch stört, auch an Willkommenskultur, ist gerade diese Trennung. Und ich fände jetzt interessant, wenn wir drüber nachdenken, Willkommenskultur für Asylsuchende. Was müssten wir in Deutschland zum Beispiel, was sind Ihre Visionen, um das System zu verändern? Also wir haben ein Lagersystem, wir haben eine Residenzpflicht. Wir haben ja gerade in Berlin auch jetzt gerade wieder viel Proteste von Menschen, von Geflüchteten, die sagen, sie lassen sich nicht mehr in Lager stecken, sie lassen sich nicht mehr unsichtbar machen. Was sind da die Ansatzpunkte auch grüner Politik, um die Geflüchteten selbst zu unterstützen? Also sie sichtbar zu machen und auch willkommen überhaupt zu ermöglichen? Wir haben in Rheinland-Pfalz die Residenzpflicht auch abgeschafft. Die gibt es dort nicht mehr. Das ist gut so. Die qualifizierte Zuwanderung, von der man so spricht, das ist eine ausgrenzende, kontrollierte, ein Versuch der Zuwanderung zu gestalten. Ich finde das ganz schlimm, wenn man Menschen tatsächlich danach beurteilt, was sie erwirtschaften und nicht nach dem Wert eines Menschen, nämlich sein Leben. Und seine Person selbst, die Individualität eines Menschen. Zudem wird gerade die Zuwanderung aus Rumänien und Bulgarien unglaublich stark ethnisiert. Und das heißt, das Wort Zuwanderung, Einwanderung sprach man vorher, jetzt von Zuwanderung. Mittlerweile sagt man Armutszuwanderung. Und wenn Sie Menschen fragen, ich glaube, es gibt sogar Umfragen von Amnesty International, wenn man jemanden fragt nach Armutszuwanderung, wird sofort assoziiert Sinti und Roma oder in Anführungsstrichen Zigeuner. Mhm. Also eine Ethnisierung fand statt. Und das ist natürlich unglaublich schlimm für die Minderheit. Sie wird da noch mehr diskriminiert. Auch Menschen, die mit dieser Situation gar nichts zu tun haben, wie deutsche Sinti, haben mit der Zuwanderung nichts zu tun, denn deutsche Sinti sind 70 bis 80, 90.000 in Deutschland. Die leben nur in Deutschland und vielleicht im angrenzenden deutschsprachigen Gebieten, aber nicht in Bulgarien, Rumänien oder in anderen Ländern. Die Diversität dieser Gruppen wird ja gar nicht in den Fokus gerückt oder man weiß es nicht. Man interessiert sich nicht dafür, weil es viel einfacher ist, einfach alles über einen Kamm zu scheren und Schlagwörter zu bilden damit. Ganz wichtig ist, denke ich mal, dass einem klar wird, der Umgang, den wir heute mit Asylbewerbern, mit Flüchtlingen haben oder wie wir sie unterbringen, diese Unterbringung, diese zentralisierte Unterbringung. Es gibt Erfahrungswerte seit Jahrzehnten, wenn man Menschen zentralisiert unterbringt, dass es den Zugang zur Bildung, den Zugang zur Arbeit, den Zugang zum Wohnen und die Teilhabe an der Gesellschaft fast unmöglich macht. Man weiß das seit Jahrzehnten. Und trotzdem, wie es jetzt gerade in Duisburg wieder geschieht, plant man Zeltstädte aufzubauen in Deutschland. Zeltstädte, das muss man sich mal überlegen, dass es so etwas in Deutschland geben darf. Und daher ist, denke ich mal, die Flüchtlings- und Asylpolitik muss grundlegend geändert werden. Es
darf nicht mehr zentralisiert untergebracht werden, sondern tatsächlich, man muss da in den Kommunen anfangen, dass sie verteilt über das Stadtgebiet, über das kommunale Gebiet verteilt werden, dass sie die Möglichkeit haben, sich zu inkludieren in die Gesellschaft und auch die Möglichkeit haben, sich selbst von ihrer Hände Arbeit zu ernähren. Einen Beruf auszuüben. Viele Menschen, die hierher kommen, haben einen Beruf und möchten den ausüben und dürfen ihn nicht ausüben. Und das ist, und der Bürger, viele Bürger sprechen dann davon, dass der Sozialstaat, der Sozialmissbrauch dann stattfindet. Was dann gar nicht stimmt. Und die Menschen dürfen nicht arbeiten. Also das sind alles so Dinge, mit denen man tatsächlich aufräumen muss, wenn man tatsächlich Integration möchte. Aber meine persönliche Erfahrung als Bürgerrechtler ist die, dass es Kommunen gibt, Menschen gibt, die verantwortlich sind, dass es Wohnungsgesellschaften gibt, die möchten keine Flüchtlinge, keine Asylanten, keine Sinti, keine Roma, keine Hartz-IV-Empfänger in ihren Häusern haben. Das spricht man nicht aus. Man sagt es hinter vorgehaltener Hand sagt man es. Und das ist sehr oft der Grund, dass man die Menschen zentral abschiebt und versucht, wie jetzt es leider in Ludwigshafen am Rhein, in meiner Stadt, wo ich herkomme, eine Stadt, die sehr hoch verschuldet ist, kein Geld hat und nun für 3,1 Millionen ein Containerlager bauen möchte für 210 Flüchtlinge. Da stelle ich mir die Frage, was für einen Sinn hat das? Ich kann daraus nur lesen, dass man den Menschen das Leben so unangenehm wie möglich machen möchte, damit sie nicht hier bleiben möchten. Und dass andere das sehen und sagen, nee, dann kommen wir hier nicht her, da muss ich ja in ein Containerlager und ein Zeltlager wohnen. Und das ist eine Sache, die muss tatsächlich die Flüchtlingsasylpolitik, die bundesweit muss das geändert werden und man muss das neu überdenken und muss tatsächlich mal nachhaltig diese Politik ändern. Nachhaltig, das ist ganz wichtig. Nicht nur auf 4 Jahre, wie eine Legislaturperiode dauert, sondern tatsächlich mal überlegen, was steht uns denn noch bevor. Wenn wir weiter so umgehen damit, wird uns dieses Problem ganz schnell über den Kopf wachsen und es wird dann nicht mehr gut aussehen.